Guten Morgen, Leute. Es ist 5.59 Uhr. Ich habe um 6 Uhr Fahrschule. Heute hat es für den Joggenhausen fit gereicht, weil ich bin so müde. Die arme Alina war schon um 5 Uhr dran. Wo ist denn der Marco? Ja, okay, dann warte ich jetzt einfach hier. Alter, ich bin so müde. Warum so früh? Also klar, es ist jetzt meine Nachtfahrt. Mit Schalter. Aber fahren, ja gerne, aber nicht zu diesen Uhrzeiten. Hallo Marco. Hallo. Wie kann man so gut drauf sein? Ich könnte kotzen, wirklich. Geschafft. War gut. Ich bin zufrieden. Autobahn mit Schalter. Wilde Experience. Ich gehe jetzt frühstücken tatsächlich. Und euch zeige ich das jetzt auch, was es hier zu Feschbein gibt. Also Leute, Frühstück. Hier gibt es ganz normal Müsli. So Brot, Aufstrich, Saft. Marco mit Kaffee, sie mit halben Brötchen und ich habe einfach Müsli gegessen. Es ist 7.30 Uhr, eigentlich wollte ich jetzt schlafen, aber ich kann irgendwie nicht ruhen, wenn ich weiß, ich muss noch ein paar Simulatorstunden machen. Und ich habe für die Theorie heute noch nicht alles geschafft. Deswegen sitze ich jetzt hier am Simulator mit meiner Melone und meinem Wasser. Ich werde es wahrscheinlich so eine Simulatorstunde machen und dann noch die restlichen Theorie-Simulationen. Und wenn ich da noch Zeit habe, lege ich mich hin. Um 10 Uhr geht es aber weiter. Ich weiß nicht, ob ich alles drei schaffe, aber ich fange jetzt einfach mal an. Du machst ja B197. Ja. Das heißt, es sind ja mindestens 10 Schaltstunden. Ne? Ja. Und wir haben ja die Sonderfahrten. Machen wir mit dem Schalter Sonderfahrten. Das sind die Fahrten, die Pflicht sind. Mhm. Also was der Gesetzgeber sehen will. Ja. Ja, ja, wir machen jetzt die Überlandfahrten mit Autobahn, gemischt auffahren, abfahren, ne, wie das alles funktioniert. Ganz wichtig, Spiegeleinstellungen, dass du wirklich da genügend siehst. Und ich sage das dann immer vor Ort. Am Anfang sage ich dir an, was du machen musst und dann gucken wir einfach, ob das klappt. Ne? Ja. Wir fahren auf die Autobahn Richtung Dresden und du musst blinken, damit jeder weiß, du fährst da vorne rechts. Du musst rechts blinken. Alter. Ja, ist ja wieder ausgegangen, ne? So, der dritte Gang bleibt. Nicht Kupplung. Warum? Weil wir schon ein bisschen schnell sind, oder? Beginn Autobahn. Wenden, halten, parken, rückwärts fahren, verboten, Benutzungsbedingungen mehr als 60 km/h, maximale Breite 2,55 m, Höhe 4 Meter. Du siehst Baustelle maximal 60 und wir fahren 60. Das Vorfahrtgewehr nicht ganz so ernst nehmen, weil du hast Beschleunigungsstreifen. Beschleunigungsstreifen heißt Gas geben, Blinker links und im letzten Drittel, wenn frei ist, gehst du rein. Im letzten Drittel, jetzt. Blinker lassen. So, und jetzt ist halt immer die Frage, weil du bist da schon auf 70, ich würde es akzeptieren, aber es stand immer ein Verkehrszeichen 60, wobei das lebensmüde ist, mit 60 in der Autobahn reinzufahren, wenn der Rest 80 fährt. Jetzt machst du Schulterblick und gehst rein. Okay? Ja. Beschleunigst bitte. Komm, zieh hoch bis 80. Jetzt nimmst du die 4, zack, zack. Und jetzt nimmst du den 5. Und hier siehst du so einen Windsäckel, da siehst du, wie stark Seitenwind ist. Abstand zum Vordermann, halber Tacho in Metern. Du gehst immer von Leitpfosten zu Leitpfosten aus, das ist ein gutes Maß. Okay. Dann siehst du die nächste Abfahrt in 1000 Metern und es ist die Abfahrtsnummer 59. Zahlenorientierung ist manchmal was einfacher. Wir fahren aber geradeaus, ja? Okay. Und immer mal in den Spiegel schauen, Tacho kontrollieren, Verkehrszeichen suchen. Jetzt hört er die Baustelle auf, Tempo bleibt trotzdem noch 80, weil da muss erst ein anderes Verkehrszeichen kommen. Jetzt hast du 120, da gibst du Gas, guckst nochmal in den Spiegel, mehr Gas, zieh den ruhig bis ca. 100 und dann nimmst du den sechsten an. Nee, das ist der vierte. Hast schon gemerkt, dass was falsch ist, ne? So, und wenn die Aufhebungen kommen, hast du Richtgeschwindigkeit 130, ne? Solltest dich danach richten.
wir müssen uns halt so leicht steigern. So schaffen wir es jetzt zu überholen, ja, ne? Spiegelblinker links, bleib am Tempo dran. Schulterblick links. Passt, wenig lenken. Also immer überholen aus dem Sicherheitsabstand, ja? Ja. Und wenn wir wieder zurückgehen, muss er im Innenspiegel zu sehen sein. Genau. Also, der müsste im Spiegel sein jetzt. Da gehst du zurück mit allem, was dazu gehört. Hier hast du nochmal so ein Windsection. Da ist es nochmal. Das liegt daran, weil hier Hügel, hier plötzlich frei, ne? Ja. Und jetzt hätte ja der Wind vollen Zugriff. So, die nächste wollen wir die Autobahn verlassen. Am Tempo ändern wir erstmal gar nichts. Die erste Ankündigung kommt in 1000 Metern. Und da siehst du, jetzt ist es die Abfahrt 60. Also es geht jetzt nach oben. Die nächste wäre 61, ne? Ja. Der nächste Hinweis kommt 500 Meter, da siehst du, welche Orte noch mit rausgehen und welche Bundesstraße anschließt. Und man sieht die nächstgrößeren Städte, beziehungsweise die nächste Abfahrt wäre in dem Fall Schmölln und die 4 bedeutet die A4. Wir setzen Blinker und man könnte jetzt das Gas wegnehmen. Aber wenn es geht, nicht unbedingt bremsen, sei denn es muss sein. Bei 100 Meter Schulterblick. Fahren gleich am Anfang raus und jetzt Kupplung 50, 50, 50, dritter Gang, Kupplung langsam wieder raus, Bremse lösen. Genau, das musst du vor der Kurve geschafft haben. Ja. Nicht, dass wir sonst geradeaus fahren, wenn wir zu schnell sind. Gas weg. Wir biegen links ab. Autobahn zu Ende. Wenden halten, parken, alles ist wieder erlaubt, ja? Langsam. Erster Gang, lassen rollen, wollte ich sagen, wollte ich hoffen. Ja, aber du kannst doch bis davor. Du stehst ja fast noch auf der Autobahn. Du ist frei danach? Ja. Nicht abwirken, Blinker nachsetzen, Schulterblick links, Fahrbahnmarkierung und nicht in der Leitplanke. Ich bin sehr happy. Oh, also Schalten ist jetzt geschafft, Leute. Das ist jetzt so der erste Haken, den ich machen kann. Beruhigt mich schon sehr, weil das war so eine Sache, bei der ich mir sehr unsicher war. Gerade so, wenn beispielsweise eine Kreuzung kommt, dann ist Schalten ganz schlimm. Deswegen werde ich jetzt auch den Simulator auf Automatik umstellen lassen. Morgen geht es dann weiter mit Cruisen. Später noch Theorie. Jetzt mache ich erstmal eine Pause. Leute, schaut mal, hallo. Was ist? Okay, das war ein Chor. Glaube ich, stinke. Ich habe gerade Simulation gemacht und in einer Minute beginnt wieder Theorieunterricht. Das Problem ist, mir fehlt genau eine Prüfung. Das ärgert mich jetzt, dass ich diese eine Prüfung nicht noch geschafft habe. Aber vielleicht schaffe ich es ja noch, wenn der Marco ein bisschen später beginnt. Ich habe es nicht geschafft. Ich zeige es euch kurz. Ich habe einen Kampf. Was machen wir heute? Gruppenarbeit. Die Einteilung werdet ihr gleich sehen, wer mit wem, immer Zweiergruppen. Also es sind insgesamt 4 Themen. Wichtig ist, bitte, hier liegen Bücher. Da fehlt mir noch eins, sehe ich gerade, das sind bloß 3. Brauchen wir 4. Ich sage euch dann auch immer, welche Lektionen sind, könnt ihr nachgucken, ihr könnt aber auch das Handy nehmen, nachgoogeln, geht ja auch, ne? Wenn ihr irgendwas nicht wisst. Wir haben Plakate, Stifte, 2 Gruppen gehen raus, 2 bleiben hier, wir haben Schere, wir haben Lineal oder Dreieck, wir finden bestimmt auch Radiergummi, vielleicht sollte man Überschriften erst mit einem Bleistift vorzeichnen. Mir geht es ganz einfach darum, das wird interaktiv. Die Gruppe Blau. Autobahn, das heißt Bundesautobahn, Kraftfahrstraße, Beschleunigungs- und Verzögerungsstreifen. Wo sind die Östrichel? Sag du so. Naja, hab ich nicht aufgepasst, ne? Aber Hauptsache mal. Ja. So. Kommen die hier drüber? Ja. Hier geht es mir darum, ihr zwei,
Weil macht ja Nathalie und Simschenreich. Das geht mir darum, Beschleunigungsstreifen, dass ihr so einen Beschleunigungsstreifen malt und dann welcher Gang, welches Tempo, in welchem Drittel geht man rein, was passiert, wenn ich nicht reinkomme. Also wie perfekt Autobahnunterricht, ja? Faustformeln, Abstände, habe ich ja gerade das Beispiel groß genug gemacht, ne? Da habe ich es dir geschickt, Lena. Ja. Ihr bleibt auch hier drin. Dann Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierung, Alicia und Jan. Ihr geht raus, da wo ihr frühstückt, an eine. Mir geht es darum, einmal bastelt ihr Verkehrszeichen. Das Plakat hängt da. Beispiel Haltestelle. Die gebastelten liegen hier vorn. Und wenn ich die Haltestelle ziehe, muss ich wissen, aha, Haltestelle, kommt das dahin? Ja. Also stehen natürlich mehrere dran. Radweg, was weiß ich. Ja, und Halte, Parkverbote und Odin, Alex. Die Unterschiede habe ich dir geschickt. Und bitte so viel wie es geht zahlen. Ob ihr alle 40 schafft, weiß ich nicht. Vielleicht nachdenken, bei den Faustformeln kommen ja auch Zahlen. Also brauche ich nicht. Zahlen, Halt und Parkregel. Na, noch ein bisschen mehr. Okay. 0,1, die Promille, da malt man Weinglas. Also meine Zahlen. Ja, Zahlen. Und mir wäre lieb, chronologisch ordnen, von der kleinsten zur größten. Aber ihr könnt die Zahlen, die beim Faustformeln drankommen, die kannst du weglassen. Okay? Na dann, los geht's. Was soll das werden? Sackgasse, guck hier, das ist doch das Zimmer, wo du drin bist. Ey, das ist voll ehrlich toll. Schön. Das ist toll, das toll, ist toll. Das ist ehrlich schön. Habt ihr wir. Super genug. Das nehme ich als Souvenir mit nach Hause, so schön ist das. So, jetzt Prüfungssimulation. Denkt dran, kein Spaß, gebt euch Mühe, kämpfen, macht was, dass es besser wird. Also zu schlechten Ergebnissen irgendwas anderes. Kopfhörer, nicht unbedingt Fragen korrigieren, ne? Okay, los geht's. Ich hatte 10 Punkte, muss natürlich wieder besser werden, aber alle anderen sind durchgefallen. Gut, teilweise nur mit 11 Punkten, ne? Es ist jetzt nicht, dass die irgendwie plötzlich schlecht geworden sind, aber man merkt halt schon, dass so ein richtig langer Tag, wir sind alle heute wirklich ewig Auto gefahren mit Schalter, auf der Autobahn mit Abbiegen, also Autobahn, Landstraße, Stadt, Autobahn, Landstraße, Stadt, das ist schon sehr anstrengend. Deswegen mal schauen, wie es jetzt in den nächsten Tagen wieder wird. Ich denke, es wird wieder besser. Also die Simulationen, wenn wir die konsequent machen, dann passt es schon. Aber ich habe jetzt den Spot vom Odin am Simulator gesichert, weil der doch nicht fährt. Hier kommt jemand. Yo, 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 yo. Ich habe mir schon den Simulator gesichert. Okay, da kam jetzt schon die nächste Person. Ja, ich fahre jetzt ein bisschen. Dann räume ich mein Zimmer auf. Und dann mache ich Theorie und dann esse ich vielleicht was. Das muss ich auch echt nicht. Vergisst man wirklich was zu essen. Ich fahr jetzt los. Ciao, ciao. Leute, ich cruise gerade auf der Autobahn. Ich wollte es euch mal zeigen. Mir fällt es im Moment noch schwer, beim Überholen dann die Geschwindigkeit auch zu halten. Also nicht zu schnell zu fahren und nicht zu langsam. Ich glaube, ich muss jetzt gleich rausfahren. Ja. Da beende ich lieber wieder das Video. Aber jetzt habt ihr auch mal gesehen, wie der Simulator so ausschaut. Und ja, das ist super. Ich hab's geschafft. Ich bin ready. Ich bin durch mit dem ganzen Simulator. Bin auch zugegebenermaßen sehr happy, dass ich's durch habe. Ich wollte es unbedingt nämlich für morgen noch fertig machen, sodass ich weiß, ich kann theoretisch alles, weil ich hab's am Simulator schon geschafft. Ich kann Autobahnkreuze bewältigen, ich kann auf die Autobahn drauffahren und so weiter. Deswegen gibt mir das auf jeden Fall Sicherheit. Das Problem ist, es ist 23:30 Uhr und morgen startet Theorie um 7 Uhr.
Und das heißt, Theorie muss ich auch schon die Simulation an, die Theorie-Simulation bis morgen haben. Weiß jetzt nicht. Also entweder ich sag fuck it und krieg wieder einen Punkt und drück die Daumen, dass ich wieder bestehe. Oder ich lerne jetzt noch ein bisschen. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich jetzt quasi priorisiere, die Dinge zu lernen, die ich gar nicht konnte. Also ich habe mir immer von den Fragen, die ich falsch hatte, einen Screenshot gemacht. Und die werde ich jetzt alle aufschreiben, sodass ich mir die besser in den Kopf einpräge. Und dann hoffen, dass es bis morgen reicht, um jedenfalls gut zu bestehen. Und zwar hat uns das der Marco empfohlen, dass man dann quasi die Frage und die Antwort schreibt. Ich habe schon ein paar Blätter, das ist jetzt nicht mein erstes. Aber wer es sich aufschreibt, der merkt sich das und ich merke wirklich einen heftigen Unterschied. Also die Fragen fallen mir dann im Anschluss immer leichter. Ich habe sie eigentlich so gut wie immer richtig. Leute, ich habe es geschafft. Es ist jetzt 2.15 Uhr, aber ich habe alle Simulationen gepackt. Ich habe viele Fragen aufgeschrieben. Ich bin so fertig. Also 2.15 Uhr, das heißt, ich habe noch 4 Stunden und 15 Minuten ungefähr, um zu schlafen, wenn ich auch frühstücken will. Ja, ist nicht so viel. Aber vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Der heutige Tag ist jetzt endlich mal beendet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst diesem Video ein Like da und lasst ein Abo da. Schreibt einen netten Kommentar und schaltet morgen wieder ein. Bin sehr gespannt, was morgen alles passieren wird. Bis dann. Ciao, ciao.